Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 9.07.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Und was sehen wir da? Eine neue Lackierung, Turbulent. Und einen neuen Emote, den Tanzspagat. Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir doch einfach mal auf der rechten Seite mit dem Trägershuffle an. Ja, und dann mache ich das Ding auch schon wieder weg. Ich finde es nämlich absolut schrecklich, auch wenn es der Herr sofort sich geholt hat. Ich hasse dieses Teil. Ich hasse den Trägershuffle. Und der Trägershuffle kriegt von mir nur 3 von 10. Dieser Sound macht mich einfach nur meschugge und wahnsinnig. Ich drehe am Rad, wenn er das Ding. Das macht er natürlich gerne immer in der Lobby. Ja, so, schauen wir mal in die Noten vom Trägershuffle rein. Wahrscheinlich ist er sogar noch sehr beliebt. Jawohl, wie soll es auch anders sein? 4,26 von 5 bei 19 Votes. Am 12. Januar 2019 ist er erstmal drin gewesen, 4 Mal seitdem. 47 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 27 Tagen, als er sich das Ding dann endlich geholt hat, um mir den letzten Nerv zu rauben. So, dann haben wir hier diesen durchschlagenden Erfolg. Ja, dieser Pokal ist ein Baseballschläger, ein Baseballpokal hier. Also eigentlich ein Baseballpokal auf einem Baseball oder an einen Baseballschläger genietet. Das Ding kriegt von mir, wie hört er sich denn an? Das Ding kriegt von mir 7 von 10. Das ist der Grand Slammer. Der Grand Slammer hat hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 6 Votes am 28. März 2019. Das erste Mal drin gewesen. 3 Mal seitdem. 3 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 102 Tagen am 29. März 2019. Dann kommen wir zu dem Fastball. Ich finde, sieht richtig gut aus. Kriegt von mir 8 von 10 für 1200 V-Bucks. Der Fastball hat hier ein Voting von 3,95 von 5 bei 43 Votes. Das erste Mal im Shop am 28. März 2019. 5 Mal seitdem, 59 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 21 Tagen. Dann haben wir den Home Run. Hier oben dieser Baseball, diese Baseball-Nähte. Trotzdem finde ich den ziemlich miserabel für 500 V-Bucks. Und der kriegt auch von mir nur 2 von 10, der Home Run. Und er hat hier ein Voting von 3,33 von 5 bei 3 Votes nur. Ja, am 28. März 2019 ist das mal drin gewesen. 3 Mal seitdem ein Reminder. Das letzte Mal auch vor 102 Tagen im Shop. Dann sind wir bei dem Schlagmann. Den finde ich wiederum relativ gut. Ist irgendwie... Hat eine Baseball-Season angefangen? Müsste ich echt mal gucken. Keine Ahnung, wo die ganzen Baseball-Items jetzt gerade hier drin sind. Für 1200 V-Bucks. Der Teil kriegt von mir auch 7 von 10. Das ist Slugger. Und der Slugger hat hier ein Voting von 3,36 von 5 bei 14 Votes. Am 28. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 3 Mal seitdem 7 Reminders. Ja, auch vor 102 Tagen. Klar, da war das komplette Set drin. So, dann fangen wir hier an auf der linken Seite. Machen wir mal weiter mit der verwegenen Duellantin. Haben hier diese 2 Styles. Wobei ich sagen muss, dass sie ohne die Maske meiner Meinung nach deutlich viel besser aussieht. Ganz hübsches Gesicht hier. Da die Flint. Ja, ich finde die gar nicht mal so schlecht, die verwegenen Duellantin. Und die kriegt von mir 7 von 10. Daring Duelist hat hier 3,94 von 5 bei 33 Votes am 3. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen. 2 Mal seitdem 28 Reminders, das letzte Mal vor 37 Tagen im Shop. Dann haben wir hier diesen Funkenzünder. Da muss man sich mal den Effekt anschauen hier. Der ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Da kommen auch diese Funken her. Und allein wegen diesen Funken kriegt das Teil von mir auch 7 von 10. Ist der Flint Striker und er hat hier ein Voting von 3 von 5 bei 6 Votes am 3. Mai 2019 sei es mal drin gewesen. 3 Mal seitdem 3 Reminders vor 37 Tagen das letzte Mal im Shop. Dann sind wir bei diesem Set auch schon durch. Dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier den Sturmblitz.
Jetzt kommen wir zu richtig coolen Items hier. Für 1200 V-Bucks, das Teil kriegt von mir 10 von 10. Für 1200 V-Bucks, der wo ist er denn? Der Storm oder Storm Bolt hat ja ein Voting von 4,16 von 5 bei 19 Votes am 7. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem zwei Reminders, letztes Mal vor 31 Tagen im Shop. Dann haben wir diesen mega geilen Gleiter. Ich finde den hammerfett. Geht von mir 10 von 10. Das Sturmauge für 1200 V-Bucks. Das ist das Storm Eye und das hat ein Voting von 4,26 von 5 bei 23 Votes am 7. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem zwei Reminders. Dann haben wir hier den Gewitter. Oder das Gewitter. Den Gewitter. Hammergeiles Teil. 10 von 10 für 2000 V-Bucks das Ding. Dann ist der Tempest. Dann hat hier ein Voting von 4,12 von 5 bei 42 Votes. Am 7. Juni 2019 ist das mal drin gewesen. Seitdem zweimal 24 Reminders. Dann haben wir hier noch den Blitz. Ja, sieht so ein bisschen aus hier wie von Star Trek. Für 800 V-Bucks kriegt von mir 7 von 10. Das ist Bolt. Und Bolt hat hier ein Voting von 4,13 von 5 bei 23 Votes. Am 7. Juni 2019 ist das mal drin gewesen. Dreimal seitdem 29 Reminders. Ist immer scheinbar das komplette Set drin, so wie es aussieht. Ja, dann kommen wir hier auch schon zu der neuen Lackierung Turbulent. Und das Ding sieht ja mal hammermega aus. Für 500 V-Bucks stelle deinen Stil zur Schau. Teil des wütenden Sturmsets. Das Ding ist ja mal richtig crazy. Schauen wir uns das mal an. Das ist nice, Leute. Richtig nice. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Also, ich gebe diese Note tatsächlich sehr selten eine Lackierung. Aber auch wenn es lila ist hier, interessiert mich in der Situation wirklich nicht, weil ich finde, das sieht... Alter! Das sieht richtig geil aus und das ist bei jeder Waffe scheinbar. Ja, und das Ding kriegt von mir 10 von 10. Hammer. Turbulent. Hammer. Gucken wir mal, ob es da schon irgendein Voting für gibt. Bis jetzt noch nicht ein Reminder aktuell. Ja, dann kommen wir zu dem letzten neuen Item für heute. Das ist der Tanzspagat. Ja, das Teil ist immer mega cool irgendwie. Kriegt von mir 10 von 10. Jo, ein Voting haben wir bis jetzt. Das ist ein 5 von 5 bei einem Vote. Ein Reminder bis jetzt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.